Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistadt TV. Ich habe mir heute Verstärkung geholt, nämlich die liebe Nicole. Das ist unsere Online-Managerin hier auch beim Freistadt. Und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Danke, dass ich dabei sein darf und freue mich. Ja, jeder kennt das Leid, abends Handy zu laden zu wollen und dann steckt der Mann schon in der Steckdose und du suchst dann wieder im Fahrzeug, wo kann ich jetzt laden, und du kennst das auch, ja, und darum haben wir gedacht, das machen wir heute mal zum Thema, was für Möglichkeiten gibt, wenn ihr am Festrum seid, aber auch ein ganz spannendes Thema, wenn ihr nicht am Festrum seid, euer Handy, Laptop zu laden. Okay, Moni, also ich kenne das Problem, ich habe es auch immer wieder im Urlaub oder wenn ich mit meinem Camper unterwegs bin, alle Steckdosen sind voll, es gibt keine Auflademöglichkeiten und ich habe gesehen, du hast hier schon ein paar coole Produkte. Genau. Die kannst du wahrscheinlich alle empfehlen, aber gerade wenn es jetzt so ums Handyladen geht und ich brauche mal schnell was. Also wir haben wirklich super Sachen. Also was ich richtig klasse finde, sind unsere bewegliche Steckdose. Mhm. Weil die kannst du so platzieren, ob Küche oder Ablage, wie es du brauchst. Also das finde ich echt klasse. Ach, das ist ja cool. Sie hat 4 Steckdosen, normale, 2 USB, kann man hier auch an- und ausschalten. Also das finde ich, ja, ich finde die witzig. Ja, gerade für die Küche, ja, mit den ganzen Geräten. Und auch unser Würfel, weil der hat natürlich dann auch gleich 3 USB, auch wieder einen An-Ausschalter und 3 normale Steckdosen, weil gerade wenn die Kids dabei sind, die wollen dann auch mal ihre Geräte laden. Ja. Und da habe ich natürlich überhaupt kein Problem, wenn ich an der Stromsäule angeschlossen bin, meinen Feststrom habe, dann kann ich das ja nochmal einstecken und einfach laden. Und so haben einfach mehr Leute die Möglichkeit, ihre Dinge zu laden, wie Handy, ja, oder Spielkonsolen oder Laptop eben. Dann total bekannt ist ja schon unsere USB, also der USB-Stecker für die Steckleiste. Hier oben im Fahrzeug haben wir mal eine. Und zwar die bringe ich einfach nur hier so an und kann dann, ich mops mir jetzt mal dein Handy, ja, einfach hier anstecken und kann es dann laden. Was ich hier als Tipp geben wollte, und zwar, wenn man die, kann man nur in eine Richtung reinmachen, dass sie dann auch lädt. Mhm. Das ist oft so ein kleiner Fehler, dass manche meinen, die ist kaputt. Also dann einfach nur einmal umdrehen und andersrum rein und bitte nie in der Schiene ziehen, denn das sind Schrauben, wo die Schiene befestigt ist, und macht man den Kontakt kaputt. Der ist hier dann und dann bricht der Leiter eben ab. Also das so als kleiner Tipp. Wenn ihr jetzt euch fragt, was das für Stromschiene ist, das ist die Stromschiene von der Firma Dometic. Und hier passen eben die Geräte, wie wo es ein Licht auch gibt, aber eben auch diesen USB, und den kann ich für diese Stromschiene dann verwenden. Das ist ja super, gerade wenn man in der Sitzgruppe zusammensitzt und man will sich nochmal die Urlaubsbilder anschauen, muss man nicht zur Steckdose gehen, sondern ist da ja super flexibel. Genau. Also das ist, glaube ich, auch gerade hinten im Bettbereich sind die ja immer eingebaut. Genau. Kann man da auch nochmal sich einen Film anschauen oder surfen, das ist ja super. Ja, und in viele Fahrzeuge ist die ja mittlerweile verbaut. Ja, das also stimmt. Pörselweise ist jetzt zum Beispiel, jetzt sind wir in einem Detlefs-Wohnwagen. Mhm. Also da einfach schauen, ob sie die hat, und dann bekommt sie natürlich den USB-Stecker in die Stromschiene rein. Ja, cooles Produkt. Ja, Nicole, den finde ich eigentlich auch super praktisch. Den habe ich zum einen während der Fahrt, weil dann kann man ja vorne einstecken. Was du aber jetzt siehst, der ist ja ziemlich dick. Okay. Und in die Wohnwagen oder in die Reisemobile hat man ja einen kleinen Anschluss von 12 Volt. Okay. Und da habe ich für euch so einen Adapter, da kann man den nämlich einstecken in die 12 Volt Steckdose rein, und dann kann ich natürlich hier dann auch anstecken. Also super. Sind 2 Elemente, aber ich kann es eben während der Fahrt vorne nehmen oder dann am Fahrzeug. Und auch wieder 2 USB-Anschlüsse, dass sich Fahrer und Beifahrer nicht streiten müssen um den Anschluss. So wie bei uns letztes Jahr, weil ich habe dann mein Manns Handy mal ausgesteckt und mich eingesteckt. Ja, das kenne ich auch. Deswegen praktisch, dass es 2 Anschlüsse sind. Genau. Ja, liebe Nicole, jetzt hast du aber noch was ganz, ganz Tolles. Wenn ich nicht am Feststrom angeschlossen bin, sondern wie viele auch gern in der Natur stehe, im Freien, aber ich möchte laden, vielleicht mit dem Laptop auch arbeiten,
Da hast du uns was mitgebracht. Ja, nämlich die EcoFlow River Max 600. Relativ neues Produkt bei uns im Shop. Ich bin durch meinen netten Kollegen, liebe Grüße an den Aldo, auf dieses Gerät aufmerksam geworden und habe das für euch getestet und bin absolut begeistert, kann das nur jedem empfehlen. Für mich ist die EcoFlow der ideale Partner fürs Campen, Reisen, aber auch wenn ihr mal beim Fischen seid oder auf dem Boot, aber auch für Notfallsituationen, weil ihr immer euren Strom sozusagen dabei habt. Also ihr seid nicht auf den Feststrom angewiesen, könnt sozusagen immer von überall aus arbeiten, das Laptop anschließen, wenn es nicht aufgeladen ist, das Handy anschließen, mal über Netflix und Co. ein paar Filme streamen, wenn es der Akku nicht mehr hergibt. Seid super, super flexibel und dieses Ding hier macht richtig Spaß. Und weil ihr könnt das, ihr habt hier verschiedene Optionen, wie ihr das aufladen könnt. Ich zeige euch das mal im Detail. So. Ihr könnt es über einen 230 Volt Anschluss aufladen, auch über ein Solarpanel, aber auch über einen 12 Volt Anschluss. Die Ladezeiten von der EcoFlow sind sehr, sehr gut. Also ihr habt eine Kapazität von 80% innerhalb von einer Stunde. Bei einem 230 Volt Anschluss wollt ihr diese komplett mit 100% beladen, dann seid ihr ungefähr bei 1,6 Stunden. Also ich mache das immer so, ich nutze es natürlich sehr viel auch mit dem 230 Volt Anschluss, dass ich es belade, lade das Ganze daheim auf, nehme es dann einfach mit. Aber auch wenn ihr jetzt beim Campen unterwegs seid und ihr habt keinen Feststrom, könnt ihr das über das Solarmodul auch laden. Das beträgt so circa 3 bis 6 Stunden. Da seid ihr bei einer Kapazität von 80 bis 100%. Bei einem 12-Volt-Anschluss, also wenn ihr die EcoFlow über den 12-Volt-Anschluss laden wollt, beträgt die Ladezeit circa 3 bis 4 Stunden bei einer Kapazität von 100%. Zu den Anschlüssen. Also ihr habt einen USB-C-Anschluss. Das ist sehr praktisch, wenn ihr euer Laptop, also die aktuellen Laptops sind ja meist mit einem USB-C-Anschluss, könnt ihr dieses direkt aufladen. Dann habt ihr noch 2 USB-Anschlüsse und einen USB-Anschluss mit einem Quick-Charger, was ich jetzt auch tatsächlich sehr oft verwendet habe, gerade wenn es mal schnell gehen muss, wenn wir ein paar Urlaubsbilder knipsen, das Handy ist leer, dann kann ich den euch nur empfehlen. Dann gibt es, jetzt drehen wir mal das Gerät, 2 230-Volt-Stecker. Ist auch sehr praktisch. Also mein Freund nimmt das gerne her, wenn er mal draußen am Camper irgendwie ein Werkzeug braucht, also ein 230-Volt-Werkzeug. Und es ist keine Steckdose in der Nähe, dass er das dann einfach mitnimmt, dieses Gerät. Könnt ihr jederzeit anschließen. Ihr habt hier noch einen 600-Watt-Anschluss. Und noch ein paar technische Details zu dem Gerät. Ihr habt eine Ausgangsleistung von 600 Watt und eine Kapazität von 576 Watt pro Stunde. Ich wollte jetzt, du meinst 12 Volt Steckdose, oder? Ja, genau. Macht nichts. 12 Volt Steckdose, gerade für die Frauen, wenn ihr mal einen Föhn anstecken wollt, dann gibt es ja auch bei uns, könnt ihr den auch gerne hiermit betreiben. Oder Moni kennt bestimmt noch andere Geräte. Also bei mir war jetzt tatsächlich eher die 230 Volt Steckdose und die USB-Anschlüsse primär im Einsatz. Aber es gibt auch bestimmt sehr viele Geräte, die man mit der 12 Volt Steckdose betreiben kann. Ihr seht auch hier ein ganz nettes Design mit der LED-Leiste. Ich finde die jetzt sehr schick. Dann am Display wird euch angezeigt, wie viel Kapazität ihr noch habt. Bei uns sind es jetzt aktuell 55%. Entspricht ca. 39 Stunden, wobei ich jetzt persönlich immer den Tipp gebe, achtet auf die Prozentanzahl hier, weil die gibt euch relativ schnell wieder, wann ihr wieder aufladen müsst. Das schauen wir uns jetzt auch in einem Praxisbeispiel an. Was passiert, wenn ich ein Gerät anstecke? Weil das sieht ihr sehr schön, dass die Stundenanzahl da auch sehr gerne mal variiert. Okay. Genau, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem ersten Gerät. Das Wichtigste, das Handy. Nimm jetzt mal das Handy. Also wie schon gesagt, hier links befindet sich der USB-C-Anschluss. Hier habt ihr 2 USB-Anschlüsse und den Fast-Charger-Anschluss. Den würde ich sagen, wir probieren es auch einfach mal aus. Ihr steckt das Ganze hier ein, klickt dann auf den On- und Off-Knopf
Den habt ihr übrigens auch für jeden Anschluss bzw. Steckdose hier auch nochmal separat vorhanden. Jetzt sehen wir schon, wir haben hier immer unseren Stromeingang, unseren Stromausgang ist mit Input und Output gekennzeichnet. Und das Zeichen hier rechts oben bedeutet, dass der Lüfter gerade auch läuft. Also so mal nebenbei. Wir haben jetzt hier Stromleistung von, also einen Stromausgang von ca. 6 Watt. Ihr habt es gerade auch gesehen, von den Stundenherzen ein bisschen variiert. Also wir könnten jetzt das Handy hier nach dieser Anzeige noch 51 Stunden laden, ohne dass wir das Gerät nochmal aufladen müssen. Ihr könnt das Gerät auch gleichzeitig be- und entladen. Sprich, wenn es in eurer 230 Volt Anschluss gerade geladen wird, könnt ihr nebenbei Laptop, Handy etc. parallel betreiben. Aber weil du gerade gesagt hast, der Lüfter hört, läuft auch, drum bin ich so hingegangen, weil den hört man ja gar nicht. Ja, den hört man tatsächlich der ja nicht. Der ist relativ wahnsinnig leise. Das ist super. Empfehlung auch von mir noch, ihr könnt das ganze Gerät auch über eine App steuern und könnt dieses Gerät auch nochmal boosten, dass es eine Spitzenleistung von 1200 Watt hat. Das würde ich auch in dem Sinne jetzt wirklich jedem empfehlen. Wird auch in der Bedienungsanleitung alles im Detail beschrieben. Und durch dieses Update, durch die App, wird dieser Lüfter auch nochmal deutlich leiser. Mhm. Also beim Erstbetrieb hat man schon gemerkt, da war er noch ein bisschen lauter. Und durch dieses Update war er dann deutlich leiser. Genau. Das heißt, ich kann jetzt wirklich, wenn ich mobil stehe, auch super an Föhn zum Beispiel anschließen. Genau. Der, wo eine niedrige Wattzahl hat. Also man sollte unter 1000 wäre am besten, oder? Genau. Das so einfach mal grob als Orientierung. Ich glaube, wir haben ja da auch mal was mitgebracht. Ich würde jetzt einfach mal diesen Föhn parallel noch anschließen. Da hat jetzt einen 12 Volt Anschluss. Genau. Muss man aber auch immer dazu sagen, 12 Volt ist nicht 230, der ist immer ein bisschen schwächer von der Wärme her. Aber ja, er bläst trotzdem gut. Zwar ein bisschen kühlere Luft, aber also es ist besser wie gar nichts. Für dünnere Haare sehr geeignet. Für meine Haare etwas weniger. Für meine auch nicht. Aber jetzt testen wir das mal. Also, der Föhn ist angesteckt. Achtet auf das Display. Ich mache ihn jetzt mal an. Also ihr seht, unsere Leistung geht jetzt hier gleich mal runter auf nur noch 2 Stunden. Aber wir haben ja das Handy auch noch angeschlossen. Das Handy ist auch noch angeschlossen. Wir haben jetzt hier ein Output von 157 Watt. Ich kann mit diesem Gerät bis zu 9 Geräte gleichzeitig betreiben. Auch noch sehr schön zu wissen. Also ich kann hier jetzt auch eine wilde Kombination an Handyladungen oder... Ja, wenn der Partner auch noch parallel arbeitet, kann ich das alles hier anstecken. Ja, Nicole, was gehört jetzt nur zum Lieferumfang von der EcoFlow? Das habe ich jetzt total vergessen zu sagen. Ja, natürlich die entsprechenden Aufladekabel für die EcoFlow. Das wäre einmal hier für das Solarpanel, dann für den 12-Volt-Anschluss und für die ganz normale Steckdose, also für die 230 Volt. Cool. Bedienungsanleitung, Garantiekarte ist natürlich auch alles im Lieferumfang enthalten. Nochmal zum genauer Nachlesen und solltet ihr noch Fragen haben zu EcoFlow, steht euch mein lieber Kollege, der Aldo, auch zur Verfügung. Ja, Nicole, nachdem wir beide jetzt so mobil sind, machen wir uns jetzt gleich mal einen Kaffee, schließen wir uns da an und sag echt an dich ganz lieben Dank. Du hast es so toll erklärt, auch ich habe es jetzt verstanden. Und danke. Es hat echt Spaß gemacht. Mir auch. Und ich glaube, jetzt ist nichts mehr im Wege, dass jeder sein Handy und Laptop und alles Mögliche laden kann, aber eben auch unabhängig vom Feststrom Strom hat. Und natürlich sind die tollen Produkte bei uns auch im Onlineshop, bei dir. Natürlich. Die Verlinkung findet ihr unterm Video. Und was wir natürlich auch mal erwähnen wollten, schaut auch gern immer auf Instagram der Freistadt vorbei. Da bringen wir nämlich auch immer was Neues. Und ja, dann sagen wir ein ganz liebes Tschüss. Und vergesst uns nicht zu liken. Das haben wir uns heute verdient. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Yola.
Hauptstadt. Hector!